was machen Sachen? Ja, es ist Zeit für ein neues Tutorial. Wie ihr seht, unser Ziel ist es heute, dass wir unseren Jonas, den wir ja schon ein bisschen vorbereitet haben, tatsächlich als Third-Person-Character spielbar machen. Dass wir ihn halt einfach hier ganz normal nutzen können und halt durch die Gegend laufen können und springen können. Alles das, was halt das Mannequin in einem Miniature kann, ohne halt, dass man zusätzlich Inhalt dazu lädt. Und wie gesagt, wundert euch nicht, ich habe die Haare immer noch nicht gefixt. Das ist jetzt halt aufgrund eines fehlerhaften Modells und nicht dadurch, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. Ich habe es immer noch nicht gefixt. Tut mir leid. So, dann fangen wir einfach mal von Anfang an. Wir sind in der gleichen Szene, mit der wir auch aufgehört haben, mit dem Retarget-Tutorial. Ich habe Jonas hier mal rausgerechnet, einfach, dass er uns nicht ein bisschen ablenkt, weil jetzt geht es hier erstmal darum, dass wir uns um dieses Mannequin hier kümmert, um unsere Charakter-Blueprint. Dazu brauchen wir ein paar Sachen noch. Wir haben ja im letzten Tutorial einmal habe ich Walk und Run retargeted, aber wir brauchen ja alle Animationen. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr wie die Animation, damit halt alles funktioniert, weil, ja, der Charakter muss sich ja bewegen, er soll ja nicht in der T-Pose durch die Gegend schweben. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ja, genau das machen wir jetzt. Wir gehen einfach in unseren Content Browser. Der ist tatsächlich auch schon auf Jonas drauf, aber wir brauchen unser Mannequin. Ich lösche aber erstmal die beiden hier raus, damit wir nicht durcheinander kommen, weil sonst haben wir die gleich doppelt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir gehen auf unser Mannequin, auf Animation. Alles, was grün ist, sind die reinen Animationen an sich. Hier haben wir noch so was Hellgelbes, das nennt sich Blend Space. Das ist einfach nur eine von Unreal erstellte Verblendung von Animationen. Sprich, ist einmal die Idle, einmal Walk, Laufen und einmal Run, Rennen. Einfach, dass es halt sauber ineinander geblendet ist. Das brauchen wir. Je nachdem, wie schnell unser Charakter läuft, hat er halt eine andere Animation. Das brauchen wir. Und natürlich eine Animations-Blueprint. Einfach die Art und Weise, um Unreal zu sagen, okay, wenn das und das ist, dann mach diese und diese Aktion. Hier haben wir einmal grob aufgeschlüsselt, um zu sagen, bist du in der Luft? Ja, nein. Oder wie schnell läufst du eigentlich? Informationen, die man halt für die Blueprints brauchen. Gerade dieses in R ist halt wichtig für Springen. Und wie schnell läufst du es halt für diese Blend Space? Stehst du, läufst du normal oder rennst du? Dann haben wir die Animation Graph, die ist einfach nochmal festgehalten für Unreal, wie was wann passiert. Einfach mal grob gesagt ist hier, wenn Geschwindigkeit vorhanden ist, läufst du, wenn nicht, hast du die Idle, die ist hier noch mit drin. Dann ab diesen Bedingungen springst du, machst du den Springstart, dann bleibst du im Loop. Und wenn der Boden wieder näher kommt, machst du das zu Ende und wenn du wieder normal stehst, rennst du. Das ist so das Normale, was passiert. Genauer gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, aber so, dass ihr grob wisst, was da passiert. Diese Informationen, die brauchen wir alle. Und wir wollen den ganzen Quatsch ja nicht selber zusammenbauen, das dauert halt einfach viel zu lange. Da gehen wir einfach hin, gehen auf unsere Animations-Blueprint, gehen Retarget, Duplicate Animations-Blueprint, das kennt ihr ja, und machen einfach den gleichen Quatsch, wie wir das letzte Tutorial schon gemacht haben. Tippen Jonas ein, gehen auf unseren Charakter, okay, und Retarget. Und dann übernimmt auch automatisch alle Animationen. Wir können hier nochmal checken, hat das hier funktioniert. Das sieht so aus, als hätte das funktioniert. Und in der Blueprint ist auch alles übernommen. Falls ihr wie hier neben den Animation Craft einfach nichts anderes stehen habt und ihr wollt da was verändern oder einfach checken, die sind auch hier an der Seite nochmal aufgeführt. Animationsgraph, da ist das alles drin und hier haben wir auch, okay, alles vorhanden. Er kann auch springen und aufhören zu springen und laufen. So. Dann haben wir erstmal diese Vorbereitung getroffen. Wir speichern das alles mal. Machen das wieder runter. Jetzt haben wir alle benötigten Informationen schon mal vorbereitet. Und jetzt stecken wir das alles zusammen in der Blueprint, dass wir ihn halt auch nutzen können als laufbaren Charakter. Das kommt alles in die Third-Person Blueprint. Das kommt hier alles in die Third-Person Character Blueprint. Dann gehen wir auch nochmal in den Content. Wir suchen unseren Third-Person Character, hier die Blueprints. So, wir gehen hin, haben hier unsere Blueprint. Wir brauchen ja diese Blueprint. Wir können das, was ich jetzt mache, auch direkt in der Blueprint machen. Ich persönlich finde es einfacher zu arbeiten, wenn man sich das dupliziert, dass man halt einfach beides hat, dass man einfach die Basis als Third-Person Character hat. Da das falsch irgendwas schief geht und man keine Ahnung hat, warum das jetzt alles nicht funktioniert, hat man halt als Backup nochmal den normalen Charakter von Unreal, der halt immer funktioniert, solange man halt nicht drin rumfuscht. Und dann hat man halt, wie gesagt, immer ein Backup und es ist halt auch für mich, finde ich, übersichtlicher, wenn man seine Charakter einzeln hat und nicht jedes Mal da irgendwas umstecken muss.
Es gibt natürlich auch Art und Weise, wo man sagen kann, okay, ich mache mir irgendwelche Blueprints, dass ich da Charaktere einfach so austausche, aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir machen das jetzt einfach so. Wir haben hier unsere ganzen Blueprints, einfach hier den Eventcraft, wo einfach festgelegt ist, okay, wenn dann gedrückt laufen, wenn das gedrückt springen, etc., Maus drücken, etc., das ist hier alles drin, auch das Laufen an sich. Im Construction Script ist noch nichts drin. Jetzt wichtig für uns ist der Viewport, weil momentan haben wir noch unser Mannequin hier drin, der sollte ja da gar nicht sein. Wir gehen einmal auf Mesh. Dann haben wir hier unten Skeletal Mesh, da machen wir unseren Jonas rein. In unserem Fall hier, wir haben die ganze Zeit mit dem Mannequin Mesh gearbeitet, der muss da rein. Momentan macht er T-Pose. Falls das auch alles nicht funktionieren sollte und euer Charakter in T-Pose durch die Gegend fliegt, habt ihr wahrscheinlich einfach einen Fehler gemacht in der Animation Blueprint. Die muss nämlich hier noch rein. Wir haben das hier alles Jonas genannt. Dann finden wir es auch. Zack, ist er so, wie er sein sollte in der Idle Pose, einfach hier drinne. Ich sage, meistens ist tatsächlich, wenn die T-Pose vorhanden ist und durch die Gegend fliegt, ist hier irgendeine Verbindung nicht richtig. Meistens ist halt die Animation Class halt einfach die falsche. Wenn ich hier jetzt einfach unseren Third Person noch drinne habe, weiß er gar nicht, was ich von ihm möchte. Und ja, das ist gar kein Third Person Charakter. Was willst du von mir? Dann machen sie automatisch die T-Pose, weil das halt einfach die letzte Information ist, die sie haben. Für alle die, die sagen, okay, ist ja alles schön und gut, der Charakter an für sich ist ja so ganz nice, aber ich möchte, dass der schneller läuft, höher springt oder halt langsamer läuft, weniger hoch springt. Das könnt ihr alles hier im Charakter Movement einstellen. Da habt ihr hier jede Menge Daten, da könnt ihr einfach mal durchgehen und gucken, okay, ich möchte, dass der, was weiß ich, der soll nicht so schnell laufen. Dann geht ihr hier Max Walk Speed und sagt, okay, dann gehe ich halt mal auf 500. Ihr müsst das ein bisschen ausprobieren und testen. Diese Maßeinheiten von Unreal sind wir halt komplett konfus. Ich habe keine Ahnung, auf was die sich beziehen. Das sind wahrscheinlich einfach interne Einheiten. Da muss man halt einfach ausprobieren. Ich gehe wieder auf 600 zurück. Wie gesagt, da einfach ausprobieren und testen und gucken, was funktioniert. Ja, das hatte ich früher, das hatte ich am Anfang mal gesucht und nicht gefunden, wie ich einfach die Geschwindigkeit der Charaktere ändern. Oder auch das Springen, weil die doch relativ hoch springen, etc. kann man alles hier einstellen. Auch, wie ihr seht, jede Menge andere Sachen. Da könnt ihr euch mal durchlesen, was da alles so angelegt ist an einem Charakter. So, aber für unsere Zwecke brauchen wir das jetzt nicht. Das kann alles zu. Wir haben die Blueprint drinne. An für sich hier. Was wir auch einstellen können, gerade für die Kamera finde ich das immer ganz wichtig oder nice, dass wir die halt auch direkt in der Szene anpassen können, indem wir halt auf die Blueprint gehen und beispielsweise hier auf die Kamera gehen und dann können wir die Kamera an sich bewegen und sagen, okay, ich hätte das gern halt mehr in dieser Position, vielleicht ein bisschen höher. Ich mache hier so einen kleinen Winkel rein, nochmal ein bisschen höher. Je nach Geschmack kann man sich das dann alles anpassen, wie man das möchte. Und dadurch, dass ihr das halt hier eingestellt habt, bleibt das für diese Blueprint auch so. Ist in der Blueprint festgelegt. Ihr solltet nur ab und zu mal speichern, dass auch Unreal sich das merkt. So, an für sich schön und gut. Wir haben unseren Charakter vorbereitet. Er funktioniert auch. Aber wenn wir jetzt Play drücken, ja, sind wir hier noch als Mannequin unterwegs. Und die stehen jetzt nur ein bisschen rum. Das ist jetzt doof. Was wir als erstes machen, da sind einmal unsere Charaktere an für sich erstmal aus der Szene machen. Das macht uns das Einstellen ein bisschen leichter, wer jetzt halt einfach tatsächlich unser Charakter ist, der genutzt wird. Dann gehen wir unter Content, Content Browser, den Game Mode. Und dann haben wir hier Default Pawn Class. Das ist einfach, welcher Charakter wird jetzt eigentlich für das Spielen an sich genutzt. Da suchen wir unseren Jonas. Compile, Save. Mal da drunter. Und dann können wir als Jonas spielen. Was halt sein kann, wenn ihr euer Mannequin hier drinnen lasst. Es sind noch ein paar weitere Sachen eingestellt in Unreal, dass halt auch der Charakter hier genutzt wird. Löscht die am besten alle raus und dann habt ihr durch den Game Mode immer euren ausgewählten Charakter, den ihr haben möchtet, drinnen. Wie gesagt, es gibt halt mehrere Wege, wie man halt verschiedene Sachen einstellen kann. Und das ist jetzt erstmal die leichtere Variante. Habt einfach keine Blueprint drinnen und stellt den Mode ein, dann habt ihr immer den Charakter. So. Soweit, so gut. Jetzt können wir Play drücken und da haben wir unseren Jonas. Und alles funktioniert wunderbar. Eine Sache will ich euch noch zeigen, die gilt jedoch nur für Leute, die das VM4U-Plugin haben und einen VM-Charakter halt in der Szene nutzen. Anders habt ihr einfach diese Information nicht angelegt. Die müsst ihr auf anderen Wege dann erstellen. Zeige ich euch vielleicht bei Gelegenheit mal, wie man das halt bei FBX-Charakteren macht. Aber ja, wir gehen einmal hin.
einmal in unseren Content-Browser. Dann gehen wir zu unserem Charakter. Wir müssen in die Animation Blueprint. Wir müssen in den Animation Graph. Und direkt ganz vorne an den Anfang. Hier diesen Bildschirm brauchen wir. Dann gehen wir halt hin, Rechtsklick. Suchen Spring Bones. Dann haben wir schon direkt VRM Spring Bones. Und dann stöpseln wir den hier oben hin. Na komm, stöpsel den da ein. Und den hier unten dran. Dann gehen wir hier oben hin. Hier brauchen wir noch ein Meta-Objekt. Was könnte da rein? Wir brauchen hier unsere Objekte, die halt direkt von dem Plugin schon erstellt würden. Zack, da rein, compile, save. Und ihr seht direkt, aha, okay, irgendwas Rotes ist hier an unserem Charakter dran. Das hier sind halt alle Bones, die als Spring Bones halt angegeben wurden durch das VRM-Format. Das ist halt Information, die da festgehalten wurde. Und schon bewegen sich, wie man sieht, schon leicht die Haare und die Öhrchen. Scheint alles zu funktionieren. Und dann können wir, wenn wir jetzt Play drücken, auch direkt sehen. Ja, es wird tatsächlich mitgenommen. Halt sehr, sehr stark. Wollen wir eventuell einstellen. Das können wir auch. Wenn wir hier hingehen und sagen, okay, wir haben hier verschiedene andere Möglichkeiten, genauere Sachen einzustellen. Was weiß ich, beispielsweise die Stiffness. Da machen wir mal für ihn, keine Ahnung, 6. Und wir können halt weitere verschiedene Sachen einstellen, je nachdem, was ihr möchtet, was ihr braucht. Das ist alles hier drin. Probiert euch ein bisschen rum. Ist immer ein bisschen besser, wenn man halt Sachen selber ausprobiert, wie wenn man einfach so gezeigt bekommt, finde ich persönlich. Meistens reicht es bei so kurzen Haarschnitten und Öhrchen wirklich, wenn man die Stiffness ein bisschen anpackt. Play, ja, dann machen wir die mal runter. Und schon seht ihr, okay, es ist halt nicht mehr ganz so stark angegriffen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen runtergehen, vielleicht auf 8 oder 9. Da könnt ihr dann ein bisschen Feintuning machen. Und dann haben wir schon alles geschafft. Wir stehen ein bisschen nah an der Klippe. So, dann haben wir es geschafft. Charakter ist spielbar. Wir haben die Springbones drin bei den VRM-Charakteren, Leuten. Wie man das halt in andere Formate reingibt, werde ich euch in einem getrennten Video mal zeigen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ja, und habt jetzt viel Spaß, eure eigenen Geschichten zu machen mit euren eigenen Charakteren. Sei es, ihr macht ein Spiel, ihr macht ein Musikvideo oder irgendwas. Falls irgendjemand irgendwas machen würde mit den Informationen, die ihr von mir habt, wäre echt nice von euch, wenn ihr irgendwo auf Instagram, auf YouTube oder sowas mich verlinken würdet. Ich würde mal sehen, ob jemand was damit anfängt. Fände ich nice. Ja, dann auch. Wie dem auch sei, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.